Willkommen zurück zu Let's Play Alice. Wir müssen hier gerade mit dem Schreiber Verstecken spielen, um an das Skript für die Aufführung zu gelangen. Aber wir müssen erstmal dazu dieses kleine, schwere... Oh, das ist doof! Ich glaube, ich habe auch letztes Mal einfach das Ding nochmal aus Versehen in die Luft gesprengt. Oh oh. Oh, knapp, knapp, knapp. Okay. Also die Passagen werden hier echt immer anspruchsvoller. Gibt's hier noch was? Nö. Oh nein! Oh, bitte nicht wieder von vorne. Oh, zum Glück. 2, 3. Gut. Whee! Okay, jetzt hat er sich hier wieder versteckt, nehme ich mal an. Und diesmal ist es wirklich Raten. Vielleicht verändert sich aber auch die Kamera wieder. Nee. Hier diesmal nicht. Da ist ja noch ein Geheimgang. Gut zu wissen. Na, dürfte sogar so reichen. Ausgezeichnet. Und drin ins Loch. Ach, ist er wieder hier versteckt dann, oder was? Oh, jetzt hast du mich! Aber nochmal schaffst du es nicht! Das wollen wir doch mal sehen. Fährt das Ding hier nicht hoch oder doch? Gut, das ging jetzt und damit müssen wir... Ah ja, die Brücke. In den letzten Bereich vordringen, wo er sich wieder versteckt hat, der kleine Oktopus. Schon wieder fast 1000 Zähne. Das Widerwärtige, das aus der Vergangenheit stammt, hat nur so viel Macht, wie die lebendige Erinnerung ihm zugesteht. Oh nö. Na komm. Hey. Und bam! Bam! Verdammt. Okay. So viel zum Thema letzter Bereich.
Ups. Hä? Ich muss anscheinend darüber. Jetzt vermutlich noch das Ganze andersrum. Erstmal raufgehen. Und gut, 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 gut. Und damit kommen wir hier auch weiter. Oder auch nicht. Hä? Nun komm. Das war wieder knapp. Hui. Wozu sollen wir denn da wieder rüberspringen? Ach. Jetzt kommen wir da irgendwie lang. Hä? Kommen wir nicht von hier? Scheinbar nicht. So, jetzt müssen wir bloß wieder rausfinden, wo sich der Oktopus versteckt hält. Nichts drin, was sind das? Darum geht's im Spiel. Einen guten Fang. Hast gewonnen, Sportsfrau. Und keiner ist gestorben. Folge mir in meine Bibliothek. Ich pflege mein Wort zu halten. So, da bin ich aber gespannt. Der Zimmermann hat eine Revue über die Sterblichkeit in Auftrag gegeben. Pfeift auf Gunst und guten Geschmack. Er will nichts als Heiterkeit, Albernheit und gezügelte Ausschweifung. Das Walross hat seinen großen Auftritt als tot. Stell dir das vor! Ich werde das Skript zum Theater bringen. Geh du, wohin du willst. Der Zimmermann hat dich bestimmt beauftragt, Fischdivers für den musikalischen Teil aufzutreiben. Der Mann hat kein Gespür für Talent. Manche Fische können singen, aber nicht alle. Okay, damit haben wir den ersten Part hier erledigt. Und hindurch. Ach du Gott. Na, wo bist du, Schweinchen? Ich bin nicht sehr musikalisch, aber du klingst irgendwie verstimmt. Nicht mein Fehler. Ich kann meine Töne nicht hören. Die Pfeifen sind verstopft. Das kann ich sehen. Warum tust du nichts dagegen? Um meine Stimmbänder zu gefährden. Du könntest es für mich tun. Hier hat jeder eine Ausrede für seine Faulheit. Erinnert mich ans Irrenhaus. Gut, Schweinchen, du bist dran. Na?
So, jetzt müssen wir gucken, wo wir zuerst reingehen. Am besten hier. Hier sind wir gleich an der Ecke. Okay. Das wird also wieder ein böser Kampf. Weg. Na. Na, jetzt stehe ich hier drauf. Das gibt's doch gar nicht. Na. Komm raus, komm, put. Platt gemacht. Und die erste Pfeife ist wieder aktiv. Mehr Einsatz. Ich bin sicher, du willst ordentlich arbeiten. Gott, ey. Na, bestimmt wieder Gegner. Oh ne, nicht Mr. Krabs. Shit. Immer rum da. Ach du auch noch. Na, böse. Mann. Alles schön und gut, aber meine Stinkgewalt braucht ein ganzes Orchester. So, und an dieser Stelle machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Also Spitze, bedanke mich. Bis dann.